Ja, leider hat man nicht immer so einen wunderbaren See hinter sich und das ist ein tolles Trainingsgelände wie hier am Möserer See. Und deshalb habe ich mir, weil ich auch sehr viel im Laufe des Lebens unterwegs war, in Hotels, in Trainingszentren, eine kleine Übungsserie einfallen lassen, die man jederzeit und überall durchführen kann. Die hat den mystischen Namen, die 12 Tiroler. Namensgebung auch deshalb, um sich ein bisschen hineindenken zu können in die Besonderheit, in den Mythos dieser Tiere, in die Fortbewegungsart und auch die Kraft dieser Tiere mitzunehmen und um sich die Übungen vielleicht auch ein bisschen leichter merken zu können. Kommen Fische vor, Reptilien, gibt es zum Beispiel die Bachforelle oder den Flusskrebs, hin zu den Säugetieren, bis zu den von mir so bewunderten fliegenden Wesen wie einem Steinadler, einem Schwan und dergleichen. Ja, als Skispringer im Profizirkus, da habe ich die Macht von so Bewegungsritualen wirklich schätzen gelernt. Immer wenn ich das Ritual hatte, war das so etwas Bestärkendes, etwas Stabilisierendes, für mich emotional genauso wie körperlich. Alle diese Selbsterfahrungsprozesse und alle diese Sachen, die ich von meinen Trainern, meinen Betreuern lernen konnte, die sind irgendwo in dieses kleine Pocket-Programm der 12 Tiroler mit eingeflossen. In der Früh empfehle ich natürlich die aufsteigende Variante von den Kriechtieren hinauf über die Säugetiere bis zu den fliegenden Geschöpfen, um so richtig Haltung und Lust auf den Tag zu bekommen. Und am Abend, wenn der Körper einen erholsamen Schlaf sucht und braucht, dann gibt es die tolle Möglichkeit, die 12 Tiroler absteigend durchzuführen, um dem Körper zu signalisieren, jetzt wird es Zeit, sich zu entspannen und der Körper wird das annehmen und dann in einen Zustand kommen, der einen erfrischenden Schlaf viel leichter möglich macht.